Unser Methodikmodell. Über 8 Lernebenen verbessern die Kinder die notwendigen Voraussetzungen, um das Grundspiel 4 gegen 4 effektiver spielen zu können. Die Lernebenen 1 bis 5 orientieren sich an technischen Voraussetzungen, die Ebenen 6 bis 8 an einfachen, spielerischen Grundsituationen. Bei der Lernebene 1 steht zunächst einmal der Torwurf im Mittelpunkt. Kinder wollen von Anfang an auf das Tor werfen. Diese bunten, auf Aktendeckel geklebten Bilder markieren für Kinder dieser Altersstufe viel besser als die im Erwachsenenhandball üblichen Fahnenstangen die Wurfräume. Der Übungsleiter ruft ein Bildmotiv auf. Das Kind läuft dorthin, nimmt den Ball auf und wirft auf das Tor. Geworfen werden soll zunächst ausschließlich mit dem Schlagwurf. Hier die wichtigsten Korrekturen. Dieser Junge sollte versuchen, aus der Bewegung herauszuwerfen, nicht aus dem Stand. Denn man hat ja nach der Ballaufnahme noch bis zu 3 Schritte zur Verfügung. Ein typisches Grundproblem bei Anfängern. Dieses Mädchen wirft den Ball nicht, sondern sie stößt ihn. Richten Sie Ihr Augenmerk vor allem auf diese beiden Punkte. Außerdem müsste die Ausholbewegung deutlicher sein. Die folgenden Kinder machen das schon besser. Sie werfen nach der Ballaufnahme flüssig aus der Bewegung. Na, wo ist denn das richtige Bild? Aber auch noch an die richtige Wurfausführung denken. Diese Übung ist schon spielnäher. Der Übungsleiter zeigt die Laufrichtung und reicht den Kindern die Bälle an. Auch wenn die Technik noch nicht ganz stimmt, ein Tor zu erzielen ist immer das Größte. Übrigens ganz wichtig, in diesem Alter werden noch keine festen Spielpositionen verteilt. Jeder geht auch mal ins Tor. Wurftraining mit Kindern muss abwechslungsreich sein. Am besten ist es, wenn Elemente aus der motorischen Grundausbildung mit hinzugenommen werden. Bei dieser Wettkampfform müssen die durchnummerierten Kinder, wenn ihre Nummer aufgerufen wird, einige turnerische Elemente ausführen, bevor sie aufs Tor werfen. Wie Sie hier gut sehen können, kann diese Wettkampfform bereits in einem Hallendrittel mit 2 nebeneinander stehenden Minitoren organisiert werden. Dazu noch ein wichtiger organisatorischer Hinweis.
Viele der in diesem Lehrfilm gezeigten Wettkampf- oder Übungsformen werden ausschließlich aus aufnahmetechnischen Gründen nur auf ein Tor ausgeführt. Um bei solchen Wurfspielen und großen Gruppen die Wartezeiten der Kinder zu reduzieren, können diese natürlich entweder zeitgleich an zwei Toren stattfinden oder es können in den beiden anderen Hallendritteln ähnliche Stationen aufgebaut werden. Oder lassen Sie sich noch ganz andere Organisationsformen einfallen, zum Beispiel in einem Hallendrittel freies Spiel mit Kleingeräten und in einem anderen ein gezieltes Wurftraining mit einer kleinen Gruppe, so dass Sie mit individuellen Korrekturen gezielt auf jedes Kind eingehen können. Die Organisationsform also immer sowohl den räumlichen Gegebenheiten als auch der Gruppengröße anpassen.